Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 9, glaube ich. Es ist der 9. Tag. Ja, es ist Tag 9. Ja, wie ihr seht, da der Stern, meine Energiequelle läuft. Und tatsächlich bekomme ich jetzt auch gerade schon mal irgendwie 30, 35 Watt da rein. Es wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, um energieautark zu sein, außer ich würde es drauf anlegen heute. Ich würde es vielleicht schaffen. Ich habe noch einen vollen Akku, der reicht jetzt 30, 40 Kilometer. Mal gucken, vielleicht kriege ich die Powerbank bis dahin so geladen, dass ich den zweiten nachlade. Ansonsten wird es gleich mal einen Kaffee geben. Ja, für heute stehen mal ein paar Aufgaben an. Jetzt war gestern ja der erste Abend mit mal draußen essen, draußen schlafen und also so richtig draußen. Also das hier ist kein Campingplatz, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Aber die einzige Spur, die ich hinterlasse, ist das hier. Und das machen wir jetzt gleich auch wieder schön strubbelig. Und dann weiß gar keiner, dass hier jemals, also außer es würde jemals dieses Video veröffentlicht werden. Aber ansonsten kriegt das gar keiner mit, dass hier jemand war. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Sachen. Ich habe tatsächlich keine Taschenlampe und auch keine Kopflampe, die habe ich einfach vergessen. Und ich bräuchte auch ein paar Schlappen, wenn man mal abends aus dem Zelt will, immer die Schuhe anziehen, ist nervig. Oder auch morgens. Und so ein paar Kleinigkeiten. Und da habe ich gesehen, es gibt hier jetzt in 20 Kilometer die Stadt, die heißt Leeuwarden. Wahrscheinlich werde ich erst wissen, wie man es richtig ausspricht, wenn ich da war. Wo ist eigentlich der Hund? Da hinten. Na gut, lass den da hinten sein. Ja, außerdem steht heute leider ein bisschen Arbeit an. Das heißt, ich habe heute wirklich sogar einen Termin, einen Besprechungstermin. Ja, da werde ich mir dann irgendwie ein Café-Restaurant suchen für die Zeit. Und leider ist auch gestern einer meiner Webserver die Festplatte vollgegangen. Das ist natürlich was, was man nicht mit einem Neustart beheben kann. Das heißt, auch da musste ich gestern schon ein bisschen was tun und werde mir heute da mal eine Lösungen, wahrscheinlich einen neuen Server und zusätzlichen einfallen lassen. Ja, könnte also heute eher ein Arbeitstag werden. Wir werden sehen. Ja, es geht weiter westwärts Richtung Leeuwarden. Ist wohl die nächstgrößere Stadt hier. Ja, und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. So, hier das sieht das ganz schön schön aus. Hier ist dann ein Dings. Hi. Hi. Ist es open or closed? Ich mach das open. Ah, cool. Ja, das ist super. Ja. Ein bisschen Glück gehabt. Gerade. So, gibt es hier jetzt erstmal ein bisschen was zu essen. Aber hier gibt es auch irgendwie einen geilen Automaten. Ja. Soll ich den da hinten packen? Ja, super, mache ich. Ja, alles klar, kein Problem. So, du wartest kurz hier. Ich komme gleich wieder, ich gehe kurz einkaufen. Gucken, ob es was zu frühstücken gibt. Ja, ich bräuchte aber trotzdem Strom. Egal, das kriegen wir alles hin. So, diesen wunderschönen Käse haben wir jetzt da rausgeholt. Ansonsten gibt es hier viele geile Grillsachen. Das ist direkt so ein Hofladen. Es hat halt so einen Automat. Und drinnen gibt es leider nur Kaffee und Eis. Ich hatte gehofft, dass es irgendwie was Frühstücksmäßiges gibt, wo ich mich hinsetzen kann. Aber er hat selber Hunde und hier steht auch Hunde verboten. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Deswegen ist jetzt hier die längere Pause nicht. Aber wir haben Käse, das ist schon mal geil. Und den transportieren wir jetzt zur Käsepause. Ne, Hund? Oder? Ja. Ja, habe ich schon gesagt, wie ich das mag. Ich bin noch nicht weitergekommen. Ich wollte gerade aufsteigen, da kam der gute Mann, ich habe mir jetzt nicht nach dem Namen gefragt. Und er hat mir jetzt gerade quasi meine Route noch mal ein bisschen verändert. Er wollte eigentlich wissen, wohin ich fahre, was ich hier so mache. Ich gesagt, du, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier so mache. Ich mache einfach. Und er hat mir jetzt gesagt, dass ich dann doch nicht jetzt nach Amsterdam Luftlinie fahren sollte, sondern es gibt da an der Küste quasi einen Deich, da kann man zwar nicht mit dem Fahrrad drüber fahren, sondern nur die ersten 3-4 Kilometer. Und aber dann kann man da schön die Küste lang fahren und das ist auf jeden Fall sein Tipp. Mache ich jetzt mal. Und ja, so machen wir das. Bedankt, ciao. Ja, also echt immer richtig geil. Es macht sich immer bezahlt, wenn man nicht so einen ganz festen Plan hat. Ne? So hat sich die Route gerade wieder um ein paar Kilometer wahrscheinlich verlängert, wobei so viel mehr ist das gar nicht. Ob ich jetzt diese Küstenzipfel da innen lang fahre oder außen,
Wird natürlich wieder windig. Aber gut, mal gucken. Wir fahren jetzt erstmal nach Leeuwarden. Essen, einkaufen, Akkus füllen. Heute gibt es dann auch mal wieder einen Kaffee oder so, wo ich mich gleich hinsetzen werde, weil ich muss eh arbeiten. Und ich denke mal, wenn ich arbeiten muss und mein Geld damit verdiene, kann ich auch mal 10 Euro für einen Aufenthalt im Café oder Restaurant ausgeben. Gestern haben wir ja ein bisschen Geld gespart. Aber nichtsdestotrotz übrigens, mal ein bisschen ins Detail. Der gestrige Tag hat, obwohl ich nirgendwo war, auf keinem Campingplatz und nichts groß gekauft habe, also alleine so Nahrung, waren dann auch schon fast 30 Euro. Also gut, ich habe natürlich jetzt auch fertigen Salat genommen und mir nicht den Salat selber gemacht und so weiter, aber naja. Das Steak hat's gut hier. Du wirst mal lecker. Ich bin jetzt wieder auf den coolen Fahrradwegen. Da war gerade wieder so ein Schild. Wir fahren jetzt zur 57, wo auch immer die ist. Ist, glaube ich, nicht in die Richtung, in die ich musste, weil ich muss da lang. Aber kleine Umwege lohnen sich. Und vor allem ist hier jetzt auch mal Zeit, dass dieser kleine schwarze Hund, ne? Der hier, ne? Dass der einfach mal aufhört, so schwer zu sein. Es ist jetzt Zeit, an der Zeit, dass du auf eigenen Beinen läufst, Barney. Also, vámonos. Ja, bin mal wirklich gespannt, wann er so an seine Konditionsgrenze kommt, weil gestern ist er locker 15, vielleicht 20 Kilometer gelaufen. Also hier jetzt nicht besonders schnell. Wir sind dann immer so bei 10 bis 15 km/h. Ist für mich natürlich auch super entspannt. Aber ihm macht das wohl Spaß, ne? Und er macht es auch gut. Also jetzt tun wir mal so, als wäre da vorne eine stark befahrene Kreuzung. Barney hier. Zack. Hallo, ich filme dich. Hier. Und hier bleiben. Hörst du mal? Und lauf. Das müssen wir noch zweimal üben, glaube ich. So, hier ist der Fleets Part. Das ist der Fahrradweg. Ich habe auch eben gesehen, da war ein Schild Let Up Fleetsers. Und da habe ich mir überlegt, hey, was sind denn Fleetsers? Ja klar, Fleet Pass, ne? Die Fahrradfahrer. Ich bin also ein Fleetser. So, jetzt mal Probe aufs Exempel mit Gegenverkehr und allem. Bahn hier. Und hier bleiben. Hi. Barney, stopp! Warte! Wir müssen die nur vorbeilassen. Das klappt doch gut. Guten Morgen! Hi! Hi! Morgen! Ja, Sprache ist hier wirklich sehr nah dem Deutschen wieder. Jetzt kommt auch noch ein Hund, das kriegen wir aber auch hin. Barney, hier bleiben! Barney! Na, siehst du, das kriegen wir nämlich auch hin. Hoi. Und komm. So, als hätten wir das seit Jahren geübt, wa? Uah, meine Güte, ich hätte dich fast überfahren. Du kannst nicht einfach die Straßenseite wechseln. So, wir sind hier wieder an unserer Navigationsstelle. Wir sind hier, die 57. Ich wollte nach Leeuwarden. Ich glaube, der Decathlon war irgendwo hier in diesem Bereich. Jetzt ist die Frage, ob ich hier außen rumfahre, in dieses Geschlängel. Aber da ist natürlich irgendwie Wasser. Das könnte ganz schön sein. Ich glaube, ich fahre jetzt zur 58, 52, 50 und dann die 74. Also erstmal 58, das ist hier rechts. Also wirklich, das System ist cool. Das gibt es offensichtlich in ganz Niederlanden. Und macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, als mit Komoot einfach dem Navi hinterher zu fahren. Ich bin viel langsamer unterwegs. Also das ist schon mal so mehr meine Sache. Es ist natürlich teilweise ein bisschen schwierig mit den Barrieren, weil ich habe jetzt heute auch gelernt, die haben eine Mindestbreite von 75 cm. So, ich habe aber mit Rädern halt auch ziemlich genau 75 cm, also vielleicht sind es 73, ne? Das wird dann halt teilweise echt ein bisschen doof. So, hier ist wieder Straße. Mr. Hund, einmal bitte in das Fahrzeug einsteigen.
Jupp, rein. Ja, ja, den Hund da rein. Genau, genau, genau. Super, super. Darfst auch gleich wieder raus, wenn es wieder schön wird. So, was habe ich gesagt? 58 und dann? Habe ich vergessen schon wieder. Scheiße. Ja gut, man müsste halt ein Gedächtnis haben, damit dieses System besser funktioniert. Aber was trainieren wir jetzt? Ah, ist so schön mit der Sonne jetzt. Das macht nochmal echt einen riesen, riesen Unterschied. Gestern hat es auch nicht großartig geregnet. Also ich habe ein paar Tropfen nur abbekommen. Morgens hat es halt geregnet. Aber wenn du morgens aus dem Zelt kommst und die ersten Sonnenstrahlen sich so durch die Wolken kämpfen und dann wird das immer mehr und immer wärmer. Es ist schon nochmal ein ganzes Stück geiler. Und Wind ist im Moment auch fast gar nicht. Das ist also großes Glück. So, wir sind jetzt in Leeuwarden. Ich weiß noch nicht, wie man es ausspricht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich werde jetzt hier auf dem Campingplatz fahren, weil heute ist leider mehr Arbeitstag als gedacht. Jetzt gerade 2 Stunden niederschlagende Besprechung gehabt. Mein Energielevel ist gerade im negativen Bereich. Das ist echt interessant, wie schnell Arbeit dann wieder runterzieht. Ja, und es wartet auch noch mehr Arbeit auf mich. Das heißt, ich werde jetzt mal auf den Campingplatz gehen, mich aufbauen. Heute noch mal bestimmt zu Fuß hier die Stadt ein bisschen erkunden. Aber im Wesentlichen dann heute einen Arbeitstag einführen. Schade eigentlich, aber so ist das Leben. So, nach dem arbeitsbedingten Stimmungstief geht es jetzt wieder gut weiter. Das hier ist der Campingplatz. Also, ich meine, muss ich dazu noch mehr sagen? Deswegen Stimmung wieder ganz weit oben. Jetzt geht's in die Stadt, was essen, dann geht die Stimmung noch weiter hoch und dann bleibt sie dann. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called...